Ich sitze jetzt hier mit Nathalie von Cascada. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Danke. Wir fangen mal direkt ganz von vorne an. Wann hast denn du gemerkt, dass du singen kannst? Also ein genaues Alter kann ich dir wahrscheinlich nicht nennen, aber ich habe wirklich, 5, 6, 7 habe ich schon mit meinem Vater so ein paar Sachen im Heimstudio aufgenommen und es war wohl gar nicht so schlecht. Also ich glaube, er wusste es wahrscheinlich, bevor ich es wusste, aber das, ab dann ging es schon los. Also, deine Eltern sind auch Musiker? Also meine Mutter überhaupt nicht. Tut mir leid, Mama. Sie kann gar keinen Ton halten, aber mein Papa ist Jazzmusiker. Mhm. Ist seit ein paar Jahren in Rente, hat jahrelang für eine große Big Band gespielt in Köln und auch viel getourt und ja, also schon sehr musikalische Familie. Sein Vater war nämlich auch noch Musiker und so weiter. So, was für ein Instrument? Mein Vater spielt Posaune und Klavier und mein Opa, der aber leider nicht mehr bei uns ist, der war Trompeter. Das heißt, du bist also auch so in die Musikalität hereingeboren. Hattest du da nie irgendwie so einen Druck, sondern hast du mal gesagt, ich möchte das jetzt machen? Oder? Spiel die Posaune! nee, Druck war da wirklich überhaupt nicht. Also wenn überhaupt, wollte ich immer singen und Musik machen. Und die waren immer, trotz meines Vaters Hintergrund mit der Musik, hat er trotzdem genauso gesagt, hier, es funktioniert nicht immer. Es ist sehr, sehr schwer. Und denk dir lieber auch mal einen Plan B aus, falls es schief geht. Also die waren schon recht vernünftig. Hast du denn was Ordentliches gelernt? nicht nach der Schule. Also ich habe Schule fertig gemacht, also ich habe Fachabi und bin direkt arbeiten gegangen. Ich war Barkeeperin 3 Jahre, habe aber nebenher immer gesungen und bin wirklich so schnell wie möglich in die Musikbranche dann irgendwie reingerutscht. Weißt du dann ungefähr so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich will das auf jeden Fall beruflich machen? Das war wirklich schon in der Schulzeit. Also ich hatte wirklich, trotz meiner Schüchternheit manchmal mit Auftritten, wo ich sage, boah, ich bin noch so nervös, und das ist auch so, hatte ich so eine dicke Klappe in der Schule zum Teil. Ich habe wirklich zu den Lehrern gesagt, so, ich brauche das nicht, ich werde sowieso berühmt. Oh, hattest du so einen Plan, den du verfolgt hast, so mit so 10 Punkten oder so? Also ich hatte, glaube ich, mit 13, 14 saß ich wirklich im Unterricht, hätte ich nicht machen sollen, im Unterricht natürlich, und habe mein erstes Musikvideo geschrieben und gemalt und habe mir das ausgeklügelt. Oh, das finde ich aber cool. Ja, ich müsste es mal finden. Vielleicht kann man mal draußen ein Video drehen. Du hast ja also laut Wikipedia, verbessere mich, wenn es falsch ist, 2002 mit Manuel Reuter und Jan Pfeiffer Cascada oder beziehungsweise damals noch Cascade gegründet, richtig? Ich bin mir nicht sicher, du wirst lachen, ob es 2002 war. Gute Frage. Es war auf jeden Fall, also sagen wir mal so, ich habe die um den Dreh auf jeden Fall kennengelernt. Wo, wie? Ja, lustigerweise kommen Manuel und ich ja aus dem gleichen Dorf. Wir sind sogar zur gleichen Grundschule gegangen, haben uns aber nie kennengelernt. Und ich habe ihn dann auf einmal bei einem Studiojob, wo du als Sängerin einfach gebucht wirst, gehst da 2, 3 Stunden hin, dann gehst du wieder nach Hause. So 1,5 Stunden entfernt, irgendwo bei Düsseldorf, habe ich ihn dann im Studio kennengelernt. Und auf einmal heißt es, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ganz eigenartig. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Ich habe zuerst ein paar Studiojobs gemacht und erst dann, ich glaube so um die 2004, kam das mit Cascada dann. Dann ging es ja so richtig ab, ne? Also so mal ein paar Fakten, also so Schweden, England, Frankreich, Irland, Österreich, Schweiz, Norwegen, Deutschland, sogar USA, Kanada und Neuseeland, da hattest du überall Hits. Wie machst du das, dass du jetzt noch so bodenständig nett und freundlich bist und nicht so da oben schwebst? Ah, das ist aber nett. keine Ahnung, ich lebe ein ganz normales Leben, sagen wir es mal so. Also klar gibt es diese ganzen verrückten Sachen, die man gemacht hat und klar, das ist auch Teil von mir, ich identifiziere mich sehr mit meinem Job. Aber wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich nicht, sage ich nicht zu meinem Mann, nenn mich Cascada, sondern ich bin einfach die Nettie. Meine Freunde sind auch so, meine Familie, die behandeln mich natürlich ganz normal. Und ich glaube, dass es damit auch sehr viel zu tun hat, dass du nicht mit Allüren natürlich irgendwie aufwächst oder dass die Leute dich anders behandeln, nur weil du auf einmal berühmt bist. Das ist ja Quatsch. Ich meine, jeder kann irgendwie irgendwas. Ich kann zufällig singen und das gefällt halt vielen Leuten. So versuche ich mir das selber zu sagen. Ist auch besser so, sonst hebst du ab und das fände ich furchtbar. Wenn Leute mich kennenlernen und sagen, was ist das denn für eine arrogante Tante? Das fände ich ganz, ganz schlimm. Du hast eben gesagt, du hast oft noch Lampenfieber. Hast du irgendwie einen Tipp oder weißt du irgendwie, wie du damit umgehen kannst? Also bei mir ist es ja oft so, wenn ich Lampenfieber habe, bin ich eigentlich einen Tacken besser. Hast du das Gefühl auch, dass es bei dir so ist? Also generell sagt man ja auch, dass das Adrenalin einen noch schärfer schaltet, dass man wirklich noch mehr konzentriert und so weiter. Bei mir ist es so halb-halb.
Der erste Song, der kann von dem Nervositätsgefühl immer noch zittrig, Text vergessen, haben wir alle schon mal gesehen. Und da können die Fehler halt passieren. Und dann wärme ich mich auf und dann geht's eigentlich. Also diese ganzen Fernsehgeschichten, wo man eine Nummer performt, da ist es bei mir manchmal ein bisschen heikel. Da bin ich auch immer sehr, sehr nervös, weil da es wirklich auch realistisch sein kann, dass ich da schon einen Fehler mache. Das ist ja alles nur menschlich, ne? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch nicht, dass Leute sauer sind, wenn du mal einen Fehler machst. Worauf ich gerade so eine Anspielung gemacht habe, ist, als ich für Eurovision angetreten bin, ich musste bei irgendwo, genau, bei dem Vorentscheid mit dem Song Glorious, da habe ich wirklich einen falschen Text gesungen. Aber das ist halt der Druck des Ganzen, dass du es richtig machen musst fürs Live-Fernsehen. Aber, also, na gut. Also, du hast es auf jeden Fall so charmant gemacht, dass es mir nicht aufgefallen ist. Danke. Alles geplant. Ja, leider kann man das Lampenfieber ja nicht so wegzaubern. Und deswegen haben wir auch eine wunderschöne Frage aus dem Fanclub. Und zwar, gerne. Wenn du ein Zauberer wärst, welche Kräfte hättest du gern? Fliegen. Ohne Witz, das kann ich so schnell beantworten. Einfach, weil ich als Kind immer davon geträumt habe, fliegen zu können. Das kann man trainieren, ne? Also man kann sich abends, kann man sich sagen, okay, ich träume jetzt nur. Und zum Beispiel mein Mann kann das Wunderbärchen. Und dann sagt er, wenn er im Traum ist, merkt er so, oh, ich träume, jetzt sage ich, ich kann fliegen. Und dann macht er das tatsächlich. Der fliegt dann rum. Mhm. Ich kann aus dem Traum, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Albtraum habe oder so, dann kann ich meinen Mann wecken. Weil ich komme da nicht raus und dann ist das wohl sehr gruselig, weil ich meine Stimme nicht wirklich kontrollieren kann. Und dann kommt, weg mich, ein bisschen gruselig. Okay, also weiter zu dir. Es tut mir auch echt leid für deinen Mann, du. Wo wir jetzt schon gerade bei so komischen Themen sind. Wir haben noch eine schöne Frage. Welche Märchenfigur wärst du denn gerne? Welche Märchenfigur? Boah, gut. Sag Prinzessin, habe ich eine schöne Überleitung. Nein, das passt überhaupt nicht zu mir. Das tut mir leid. Meine Jungs sagen schon immer zu mir, ich gehe wie ein Mann. Also, dass ich überhaupt nicht elegant bin. Das stimmt auch wirklich. Ich wäre gerne hier die Schwester von He-Man, She-Ra. Die fand ich immer geil. Dazu passt aber nicht so, ja, aber dazu passt nicht so. Ich habe ja Shopping Queen geguckt, ne? Und da habe ich gesehen, dass du ganz viele Sachen selber machst und ganz viel mit Glitzer und Schuhe. Glitzebits. Ja, aber das passt jetzt nicht. Deswegen würde ja Prinzessin. Und wolltest du sowas nie werden, als du klein warst? Nee, ich war auch nicht wirklich der Barbie-Spieler. Ich habe doch immer mit Autos gespielt. Ich weiß nicht, was für ein Wort man auf Deutsch sagt, aber auf Englisch, wenn ein Mädel ein bisschen mehr in die männliche Richtung tendiert, sagen wir Tomboy. Also wenn man Bäume klettert, statt mit Tee trinken spielt. Du bist eher so der Kumpel. Ja, total. Deswegen, Prinzessin gibt mir gar nichts. Okay, ist das so eine... Ich bin trotzdem nett. Da wir jetzt gerade so schön bei Bling Bling sind, kommen wir jetzt direkt zu deiner neuen Single, die erst letzte Woche veröffentlicht wurde. Aber die ist mit K am Ende, ne? Aber ich dachte, Bling und Blink ist ja schon ein bisschen ähnlich. Ein paar Leute haben das schon zu meine ganzen Überleitungen versaust du mir. Tut mir leid. Ich sollte auch Moderatorin werden. Ich plapper so viel. Ja, das finde ich gut. Nee, du sollst jetzt gerade mal was erzählen über deine neue Single. ich mag sie sehr. Also das ist wirklich seit längerem wieder eine absolute Lieblingsnummer. Ich habe die noch nie performt. Also heute Abend beim Wohnzimmerkonzert wird es wirklich das allererste Mal sein, die zu performen. Und am Wochenende werde ich auch wieder mit der Dance-Version auch wieder richtig auf der Bühne stehen mit meinen Jungs und so. Also es ist eine sehr spannende Zeit gerade. Die Nummer selber, die heißt Blink. Blink heißt für Leute, die es nicht wissen, verständlicherweise, blinzeln. Ich muss das auch nachlesen. Okay. Nein, das macht überhaupt nichts. Das ist wirklich kein alltägliches Wort, vor allem nicht für Deutschsprachler. Ja, also es geht eigentlich nur darum, jetzt ist gerade die tollste Zeit meines Lebens so ungefähr, dass ich noch nicht mal kurz blinzeln möchte, weil ich Angst habe, was zu verpassen. Das ist so die Nachricht des Songs oder die Message, wie man das so schön sagt. Welcher deiner Songs gefällt dir am besten? Wahrscheinlich eher die Songs, die ich nie performe oder so. Also so Albumtracks, da bin ich einfach ein Riesenfan von. Also deswegen ist heute auch gerade so schön, weil ich davon wirklich ein paar performe, die nicht normal Teil von der Show sind, die ich normal mache. Weil so Balladen und so, das gehört nicht dazu. Es gibt einen Song, der heißt Another You, der war auf unserem allerersten Album. Ist jetzt 10 Jahre her oder so. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs. Super schön. Wird denn jetzt auch passend dann das neue Album erscheinen? Nein, noch nicht. Also im Moment kommt nur die Single. Wir sind natürlich sowieso immer am Sammeln, aber ein Album ist noch nicht geplant. Da muss auch noch auf jeden Fall noch mehr Arbeit und Zeit rein. Aber ich habe gesehen, auf der House oder auf irgendeiner Compilation kommt es? Ja, die Blink ist auf der, wie heißt die denn nochmal? House. Top of the House. Nein.
Top of the Clubs. Top of the Clubs. Ich bin mir ist leider auch vorbereitet. Ja. Bei uns in der Show geht es ja halt auch um den besten Song, so also den Song, der dich in deinem Leben inspiriert hat, also the best song of life. Ja. Welcher ist das und warum? Lustigerweise, als ich gefragt wurde, dieses Konzert zu machen und auch welche Setlist man zusammenstellt, welche Lieder und so weiter, da habe ich natürlich viele von unseren Songs genommen natürlich. Und genau diese Frage wurde mir auch gestellt. Welcher ist dein bester oder ältester? Irgendwie so der Bedeutung. Der beste und da kommen wir gleich noch zu. Der erste. Ich versau dir immer das Interview mal wieder. ja, also ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr, welches war von den zwei Songs. Du musst doch irgendeine Geschichte dazu haben. Habe ich, aber ich weiß nicht mehr, welches beste und welcher erster? Erster. Ah, erster, den genau. Du so wirklich so vielleicht deine erste Liebe hattest. Da kommen wir aber gleich zu. Also bester. Oh, das würde wieder in das Prinzessinnenbild passen. Ja! Ja! Nee, eben nicht. Also deswegen ist es das nicht. Nee, den Song, den ich gewählt habe für beste, war ist ein Song, der heißt Impossible. Der ist von Christina Aguilera. Und ich habe vor meiner Karriere, dass ich jetzt gerade genießen darf, habe ich in der Cocktailbar gesungen, so zweimal die Woche. Hatte unheimlich viel Spaß gemacht, aber es war einfach, du gehst hin und singst, die Leute trinken ihren Cocktail, gucken hin, gucken auch mal nicht hin, quatschen dir, während du singst. Es ist halt, wie es einfach ist, wenn du einfach am Arbeiten bist, um Sängerin zu werden. Du sammelst natürlich einfach Erfahrung auf der Bühne. Ich nenne es immer meine Briefmarkenbühne, die war nämlich ungefähr einmal ein Meter. So ein ganz kleines Ding. Auf jeden Fall habe ich diesen Song immer... Ganz alleine oder mit... Ja, ganz alleine. Also ich habe da so diese Karaoke- und Playback-CDs immer gekauft. Und die hat man abgespielt, ohne Main Vocal. Und dann hat man dazu gesungen. Und ich war das Entertainment, ne? Und und da war ein Song, der hieß Impossible. Und das war immer mein letzter Song. Egal, wie sehr ich die Lieder ausgewechselt habe in meinem Set, habe ich immer diesen Song als letztes gesungen. Und du glaubst es nicht, ich habe gestern zum ersten Mal hier geprobt. Ich habe diesen Song seit 10 Jahren nicht mehr gesungen. Habe den dazu gepackt, hier für dieses Set. Und habe völlig unterschätzt, wie schwer der Song zu singen ist. Ich frage mich, wie ich das vor 10 Jahren überhaupt da gemacht habe, jede Woche. Aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß, den wieder zu singen. Musst du tatsächlich üben, weil du das jetzt so sagst? Also musst du deine Stimme, musst du dann irgendwelche, hast du Tricks und Tipps? Nee, ich meine, wir alle haben irgendwie die gleichen. Ich habe jetzt auch gerade ganz frech immer noch so ein Hilfsbonbon im Mund. Das ist einfach, wenn du viel singst, dann wirst du auch heiser. Und ich habe auch vor ein paar Jahren auch Stimm-OP gehabt und so weiter, weil ich hier durch Überbelastung, wenn du viel singst, dann gibt es halt auch mal Probleme. Sonst, ja, du musst halt gucken, dass du dich aufwärmst und so. Aber bei mir ist das Problem, du solltest eigentlich auch die Klappe halten. Und das fällt mir sehr schwer, wie man merkt. Du hast gerade eben schon mal angesprochen, dass du ja in einem Musikhaushalt groß geworden bist. Da wir ja auch hier den First Song haben, hast du dir anscheinend nicht was rausgesucht, was deine Mama dir immer vorgesungen hat, sondern irgendwas anderes, höre ich jetzt so raus. Es gäbe eigentlich wirklich einen First Song, aber den habe ich mir so nicht zugetraut. Habe aber einen anderen sehr bedeutsamen Song genommen, nämlich I'll Be There von Mariah Carey, den ich heute mit Andrew singen werde, worauf ich mich sehr freue. Den Song habe ich bei, ich glaube, allen 3 Kindern von meiner Schwester bei deren Taufen in der Kirche gesungen. Und alle haben Rotz und Wasser geheult. Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Sie sind jetzt auch was älter, aber meine Schwester hat sich das immer gewünscht, dass ich diesen Song singe. Und ja, es ist sehr emotional, wenn man es für so ein kleines Baby so was singt wie I'll be there, ich werde für dich da sein. Das war immer ganz schön. Deswegen dachte ich, das wäre ein schöner Song, den heute mit reinzupacken. Trotzdem interessiert es mich, welcher denn eigentlich dein First Song gewesen wäre. Der hieße, Gott, oh Gott, oh Gott. Wie hieß der nochmal? Den habe ich mit meinem Vater auf dem Liveband auch sogar gespielt, mit der WDR Big Band. Underneath the Stars, da ist es. Könntest du das bitte noch einmal wiederholen? Sorry, ist ein Song von Mariah Carey auch. Man sieht, es ist sehr, sehr großen Einfluss gehabt damals. Und da hieß Underneath the Stars. Und das war mein erster Song, den habe ich mit 14 gesungen und damals mit meinem Papa sogar aufgenommen. Der ist damals mit in die Band mit reingenommen, hat den seinen Kumpels das vorgespielt und die meinten alle, ja, klingt nicht schlecht. Und den habe ich dann, als mein Vater in Rente gegangen ist, gab es ein großes Abschiedskonzert in der Philharmonie in Köln und dann hat mein Vater ein Arrangement davon gemacht. Ich glaube, das Ding geht 7 Minuten, ne, wenn die Jazzer da dran dürfen. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und dann habe ich das mit meinem Vater, dann habe ich es gesungen und er hat ein bisschen geadlibbt, aber mit der Posaune und so. Es war wirklich total rührend. Also richtig schön, das zu machen. Oh,
Das glaube ich. Jetzt sitzt hier schon die liebe Randi, die uns noch ein paar Fragen reinreicht, die nämlich alle aus dem netten Fanclub kommen. Und da legen wir mal los. Die sind alle quer durcheinander. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Okay. Ich bin auch quer durcheinander, du. Was war bisher das schönste Erlebnis in deinem Leben und was wünschst du dir noch für deine Zukunft? Schönste Erlebnis meines Lebens. Bist du verheiratet? Nee. Ja, doch. Doch? Das ist auch das Erste, was mir einfällt. Oh Gott sei Dank, ich habe da eben mit Andrew drüber gesprochen und der war halt nur so, heiraten, so ein Mist, das ist nur Bindung. Bitte sag mir was anderes. Er war auch ein bisschen enttäuscht. Nein, es gibt, glaube ich, es ist immer schwer, eine Sache zu wählen aus dem ganzen Leben. Wir leben natürlich noch hoffentlich viel, viel länger noch als unsere, ich schätze mal, du bist so alt wie ich, ungefähr um die 30. Und, aber klar, meine Hochzeit, das war der Mega-Burner-Party. Das war super. Es war super romantisch. Es war total lustig. Es ging richtig lang. Wir haben in Italien geheiratet. Also es war alle Leute dabei und es war das beste Erlebnis überhaupt. Prinzessinnenkleid? Nein. Aber sag nicht im Anzug. Ich sag's aus Köln. Jetzt küttet. Nee, ist alles schief gegangen mit dem Kleid. Nee, lustigerweise, naja, damals war es nicht so lustig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein Kleid selber entworfen und schneidern lassen. Ja, du bist cool. Schon kreativ in die Richtung. Das war richtig cool. Alles voller Swarovski-Steine, aber auch mit schwarz. Dann wollte ich hier so schwarze Gänsefedern hier in der Seite haben. So richtig, richtig, richtig geiles Kleid. Ja, der Mann wartet am Altar. Die Netti geht sich umziehen. Alle warten. Oh nein, geht nicht zu. Ja, Kleid war ein kleiner Fehler von der Schneiderin. Das wurde zu eng geschneidert. Also die hat das eine Woche vorher bei der letzten Anprobe danach noch irgendwie zu eng gemacht und ich habe da nicht reingepasst mehr. Also es lag nicht daran, dass ich zu viele Donuts gegessen habe oder so. Es war wirklich viel zu klein. Also war ein Fehler. Irren ist menschlich, wie man sagt. Und aber was hast du dann angezogen? Naja, ich hatte kein zweites Brautkleid dabei, aber ich hatte schon geplant, also wie ich einfach so bin ich halt gerne, mich nochmal zweimal umzuziehen danach. Fürs Essen und dann für Party, da hatte ich auch noch ein anderes Kleid. Ja, da musste ich theoretisch einfach das nächste direkt anziehen. Aber das war dann auch für die Trauung. Und das war so ein rosa Feder-Cocktail-Ding. Und also doch Prinzessin. Nein. Ach, erzähl doch nichts. Oh. Nein, aber sagen wir es mal so, ich hatte schon, wie heißt das Ding hier auf dem Kopf? Schleier. Ja, genau, danke. Schleier, hier Strumpfbändchen, das Ganze, das muss ich alles in die Ecke schmeißen, weil... Planst du sowas durch? Eher chaotisch? Nein, ich war super organisiert. Ich bin auch, obwohl ich so ein bisschen durchgeknallt wirke, das gebe ich auch zu, bin ich schon jemand, der, ich gehe auch einkaufen und schreibe eine Liste. Also ich bin wirklich so... Excel-Tabelle für... Nein, das nicht. Okay. Nee, das kriege ich nicht hin. Nee, aber ich bin schon recht organisiert doch. Ich habe auch den ganzen Tag geplant. Also das, wir Mädels machen das immer alleine. Ja, weißt du doch. Ja. Da du gerade von Kleid und Platzen sagtest, geht es hier weiter ums Thema Essen. Sorry, aber... Das macht überhaupt nichts. was isst du am liebsten? Also ich fand ja so zum Beispiel, dass du ja vor dem Grand Prix ja nochmal richtig Gas gegeben hast. Ne? Da warst du ja... Mit Essen? Nein. Wie machst du das, dass du so schlank bleibst? Viel Sport. Und ich habe einfach gelernt, ein bisschen disziplinierter zu sein. Was mir aber richtig gefällt mittlerweile. Also früher war es schon so, dass ich eher ein bisschen dieses Essen, worauf ich Lust habe, das erlaube ich mir einfach nicht mehr ganz so. Ich mag zum Beispiel wirklich mal ein Weinchen trinken, aber ich gönne mir das erst, wenn ich wirklich dann frei habe. Ich trinke sowieso nicht, wenn ich auftrete. Stopp. Die Frage der Fans noch dazwischen, wenn du gerade trinken sagst. Was trinkst du, wenn du feierst? So ein Hugo, sehr typisch. Oder halt einfach irgendwas mit Sekt mag ich ganz gern. Ich war früher wirklich ein Jackie-Cola-Mädel, aber, also Jack Daniels mit Cola. Oh Gott, ich nehme an, dass alle das wissen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber das ist auch so ein bisschen so dieser, ja, ist halt so ein Dickmacher auch mit Cola und so, das brauche ich einfach alles nicht mehr. Aber wir sind halt Engländer, ne? Wir vertragen halt viel. Da verträgt man auch viele Kalorien. Nee, aber das Geheimnis generell, einfach zum Fit bleiben, ist ein bisschen auf sich achten, ein bisschen Disziplin und extrem viel Sport. Also ich stehe nahezu jeden Tag auf und gehe ins Fitnessstudio, spiele auch noch Squash nebenher. Und was man nicht alles tut für die Figur. Squash macht aber sehr viel Spaß. Also das. Aber da passt natürlich die Frage auch dazu, welches Eis ist denn deine Lieblingssorte?
After Eight. Ich bin kein großer Eisesser. Aber wenn ich irgendwie Eis essen gehe, dann nehme ich immer das Gleiche. Deswegen fällt mir das sehr, sehr leicht, diese Frage zu beantworten. So, ich höre schon gerade, dass wir ein bisschen auf die Tube drücken müssen. Deswegen ratter ich sie jetzt schneller durch, okay? Bist du manchmal auf Twitter online und liest, was wir Rattis, für alle, die es nicht wissen, die Rattis ist der Fanclub von Nathalie. Die, yeah. Liest du da, was sie schreiben? Sehr häufig, ja. Es ist nicht immer möglich, 200 Comments zu lesen, weil man einfach, ja, man hat nicht immer die Zeit, auch, aber generell schon. Also ganz ehrlich, ich gucke auch nicht nur durch, weil ich lesen will, was die Kids schreiben oder die Fans schreiben, sondern auch, es gibt einfach auch mal böse Kommentare und die lösche ich auch mal gern persönlich. Wie, böse Kommentare? Das kann man gar nicht. Nein. Na klar. Aber ich, naja, das verstehe ich immer nicht. Mit welchem Künstler würdest du gerne mal ein Duett singen? Also außer typisch Andrew jetzt heute Abend? Ja. ganz ehrlich, so Klischee das klingen mag, so Alicia Keys, Justin Timberlake, das sind wirklich ganz... Ah, Justin Timberlake. Künstler. Ich gehe aufs Konzert. Du bist heiß auf den, was? Ja, schon ein bisschen. Ja, das sieht man in deinen Augen. Ich habe einen tollen Mann. Durch den entstandenen... Erlaubt dir das? Ja, du, wir haben tatsächlich den Deal. Also wenn ich irgendwann mal Justin Timberlake und er Beyoncé treffen würde, dann wäre das okay. Mach einfach eine Vierer-Party. So, das war der Deal nicht. Du denkst wieder auf was Falsches. Ich meinte das nur... Okay, next Thema. Durch dich entstanden im Fanclub dicke Freundschaften. Können sich die Fans auf eine DVD oder Ähnliches freuen? Oh, gute Frage. Also, sagen wir es mal so, man weiß nicht immer, ob das Interesse für sowas wirklich besteht. Ich meine, ich weiß, dass wir schon ein paar echt richtig coole Fans haben, die auch alles verfolgen und so. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das interessant ist. Aber ob das so vielen Leuten interessiert, so eine DVD von uns, das weiß ich gar nicht. Aber wenn Interesse wirklich da wäre, dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit. Ich glaube, da hätte ich auch Spaß dran. Welche TV-Serie hast du als Kind am liebsten geschaut und welche schaust du heute am liebsten? Oh Gott, früher. Wie weit zurück? Als Kind? So richtig Kind? Weiß ich nicht. Okay, ich komme jetzt nicht drauf auf irgendwas von ganz, ganz früher. Was ich aber super gern noch vor vielen Jahren geguckt habe, ist Friends. Ich bin ein riesen Friends-Fan. Sally ist meine Schwester. Wir machen manchmal wirklich miteinander so Quizzes und sagen, hey, wer hat das gesagt? Und wir wissen es auch meistens. Mittlerweile stehe ich total auf Game of Thrones. Ich liebe Criminal Minds. Das sind so die Serien, die ich gucke. Ich stehe total auf diese. Ja, die mag ich auch sehr gerne. Tschüss. Finde ich auch geil. Was? Nee, Entschuldigung. Wenn du für einen Tag jemand anderes sein könntest, wer wärst du dann gerne? Boah. Ich wäre gerne Beyoncé. Weil. Aber nicht wegen Jay-Z. nee, überhaupt nicht. Nee, um den geht's gar nicht. Nee, weißt du warum? Einfach so eine. Ich habe mal irgendwie so eine Art Bio über sie gesehen und das Leben, das so ein Mädel führt mit dieser Berühmtheitsgrad, davon träume ich ja. Also das ist ja unfassbar. Und möchtest du das wirklich? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass, weil ich hänge sehr an meinem Privatleben und ich glaube, das haben die schon fast gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon ein riesen Defizit da für ihr Leben. Also das wäre jetzt auch so dein Traum. Das ist interessant. Zu sagen, ich miete mir jetzt einfach mal so eine Yacht für 2 Monate, für 75.000 Euro am Tag. Ich glaube ja, dass das langweilig wäre. Wenn man so viel Geld hat irgendwie, dann kann man ja auf nichts mehr sparen. Dann kann man sich auf nichts mehr freuen, weil du kannst ja einfach direkt kaufen. Ich glaube, das darf man erst behaupten, wenn man auch mal so reich war. Okay, das ist schön. Das heißt also... Aber das sage ich mir auch. Zu viel Geld ist einfach nur Scheiße. Ja, das macht auch einen schlechten Charakter. Ja, ist zum Kotzen. Also das wäre dein großer Traum, weil ich jetzt mich eigentlich noch fragen wollte, liebe Fans, das muss reichen. Die anderen beantworten wir euch bestimmt später noch. Die Frage war nämlich jetzt zum Beispiel hier, Song of My Life ist ja auch von meinem Papa so das Baby und der Traum. Und eigentlich möchte ja irgendwann, dass Paul McCartney da oben sitzt und irgendwie Yesterday singt. Und das wäre halt so sein Herzblut. Ja. Hast du auch irgendwie noch so irgendwas? Ich habe Paul McCartney im Flughafen mal gesehen. Hast du auch Hallo Das ist jetzt gesagt? Völlig irrelevant für die Frage. Nee, der kennt mich ja nicht. Aber der stand wirklich nur darum, hat sich seinen Kaffee geholt. Und es hat ihn keiner genervt. Fand ich ganz extrem. Trotzdem, hast du jetzt...
Hast du irgendwie sowas? Also sagst du jetzt, okay, du möchtest so berühmt sein wie Beyoncé, wäre das jetzt was? Oder hast du noch irgendwas anderes Spezielles, wo du sagst, oh, da hängt mein Herzblut an, das würde ich so unglaublich gerne mal machen? Nee, da gibt's eigentlich nichts. Ich bin wirklich ein sehr genügsamer Mensch. Also ich bin schon echt, also ich möchte auch, mein Ziel ist es auch gar nicht so berühmt zu sein oder so. Ich fände das nur interessant, wenn man mal die Körper tauschen würde. Vor allem, weil die einen tollen Hintern hat, den habe ich zum Beispiel nicht. Ja gut, aber wenn du auch nichts isst, kriegst du diesen Hintern auch nicht. Den kriege ich auch so nicht. Ich bin wirklich gebaut wie ein Kasten, aber es ist alles gut. Das sind immer diese schlanken Leute, die sowas... Nein, du bist auch schlank. Ich bin nur 8 Kilo von meinem Ursprungsgewicht. Egal. Ist alles super. Sagen Sie so, ich würde super gern einfach immer Musik machen können. Und manchmal geht dir das Musikbusiness schon auf den Sack, dass es so schwer ist, weiter präsent zu sein, weiter, ich liebe es zu singen halt und ich liebe es, auf die Bühne zu gehen. Und wenn die Fans da vorne stehen und die singen jedes Song mit, das ist das, was mein Herz aufblühen lässt. Das ist genau das. Und du musst aber immer natürlich einfach die Richtlinien des Musikbusiness musst du einfach immer folgen, dass du noch weiterhin gute Musik rausbringst, dass die Leute auch kaufen, dass die Leute wollen, dass du gebucht wird. Das ist jetzt einfach mal richtig ehrliche Worte. Es ist ein sehr schweres Business. Wir sehen es ja an, ich habe ja so ein Glück. Ich bin jetzt 10 Jahre on Tour und werde trotzdem jetzt gerade gefragt, so ein tolles Konzert zu machen. Das ist mega. Es gibt so viele Leute, die Newcomer da draußen, die sind einmal da und dann sind sie wieder weg. Dann sagst du, was machst du denn heute? Und dann stehen die wieder in einem Laden. Ich habe auch in einem Klamottenladen gearbeitet. Der Gedanke, dass ich da wieder stehen müsste, wäre schon hart. So, auch wenn ich da völlig auch Spaß an dem Job hätte. Aber das ist diese Furcht, weil dieser Job so hart ist. Das ist auf jeden Fall, ja, nicht ohne. Und dementsprechend kann ich einfach nur sagen, ich hoffe, ich kann immer diesen Job machen, weil ich einfach so viel Spaß dran habe. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank, Nathalie. Und wir freuen uns sehr auf heute Abend und das schöne Konzert. Thank you.